Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Mystische Kreaturen von Azeroth und darüber hinaus. Dieses Video hatte ich jetzt schon vor 3 Tagen geschrieben, also den Text für dieses Video, und ich hatte immer nicht allzu viel Bock, das zu erzählen. Ich weiß nicht genau warum, ist vielleicht ein bisschen zu wenig Lore, und deswegen wird es ein sehr kurzes Video und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch nicht so viel Bock drauf. Ich versuche es jetzt einfach mal zu machen. Habt Spaß und viel Spaß bei Pygmäen. Yay! Pygmäen. Pygmäen sind eine kleine Rasse primitiver Humanoiden, die auf den verlorenen Inseln und in Uldum beheimatet sind. Sie teilen einen gemeinsamen Vorfahren mit den Goblins. Als Hüter Mimiron das Kayamit entdeckte, experimentierte er mit dem Erz und an einigen Rassen. Er fand heraus, dass das Erz extrem potent wirksam war und den Intellekt des Versuchsobjektes hob. Einige der Versuchsobjekte kamen aus einem Wald nahe Uldua. Als sie begannen, das Erz zu essen, entwickelten sie sich in eine hochintelligente Rasse und die, die es nicht taten, wurden die Pygmäen. Die, die es taten, wurden zu den Goblins. Ihre Geschichte. Die Pygmäen auf den verlorenen Inseln wurden von den Bilgerwasser-Kartell-Goblins gefunden, als sie aus Kesan flohen. Die Pygmäen versklavten Affen, um auf der Insel Kayamit abzubauen. Sie verehren Vulkanov und transformieren einige Goblins in Zombies, indem sie ihren Lebenswillen absorbieren, während andere an ihren Gott geopfert werden. Ebenfalls planten die Pygmäen, Vulkanov auf die Stadt in der Box loszulassen. Doch dies schafften sie nicht, da die Goblins es schafften, den Vulkan auf den Inseln zum Ausbruch zu bringen, indem sie Vulkanov töten. In Uldum. Die Pygmäen in Uldum überfallen die Karawane des Spielers, in der sich ebenfalls Adara, Bad Netwek und die anderen, die sich auf den Kamelen befanden, um Uldum zu erreichen, sind. Die Pygmäen bringen die Gefangenen zu den Nefersee-Tolvir, die die Pygmäen dann mit Kokosnüssen bezahlen. Die meisten ihrer Gegenstände bestehen entweder aus Knochen oder aus Schildkrötenpanzern, wie zum Beispiel ihre Helme und einige Fackeln. Ebenfalls besitzen ihre eigene Sprache. Pygmäen-Hexendoktoren scheinen nekromantische Schatten- und Elementmagie nutzen zu können. Trivia. Während der Alpha von Cataclysm waren die Platzhaltermodelle der Pygmäen Gnome, die stark an Star Wars erinnerten. Guckt's euch an. Das Pygmäen-Animationsmodell wurde später auch für die Grummel und Jestor Gallywix genutzt. Die Pygmäen sollten eigentlich einen riesigen Gorilla namens Kong verehren, als Anspielung an King Kong. Dieser wurde jedoch durch Vulkanov ausgetauscht. Die Pygmäen der verlorenen Inseln scheinen viel für skandinavische Heavy-Metal-Bands übrig zu haben. Nicht nur, dass viele der Pygmäen wie Bandmitglieder heißen, Yngwie ist eine Referenz zu Yngwie Malmsteen, sondern auch ihre Zauberanimation ist das Zeichen der Hörner, die ebenfalls am Eingang des Omlod-Dorfes zu sehen sind. Genau. Ihr wisst, Zeichen der Hörner. Dieses komische Rocksymbol. Pygmäen machen das, wenn sie casten. Das wollte ich damit sagen. Das war's auch schon zu den Pygmäen. Aber wir sind noch nicht fertig mit diesem Video. Was passiert jetzt? Was hat er noch? Und weil es so schön war, Sandgnome. Sandgnome sind ein seltsamer blasser Gnomenstamm, der unter den wehenden Sanden der Knochenwüste des Terrakar-Waldes leben. Wie sie in die Scherbenwelt kamen, ist und bleibt ein Rätsel. Chefarchäologe Little von der Forscherliga, der diese in der Umgebung Terrakars anführt, ist überzeugt, dass sie existieren. Seine Kollegen hingegen überhaupt nicht, da er ebenfalls Silithus aufgrund dessen umgraben ließ, nur um unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Die Belagerungsingenieure der 7. Legion sprechen davon, dass ein Zwerg erzählt, dass die Gnome von tief, tief unter der Erde stammen
und alle Gnome aus Sandgnomen entstanden sind, stellt dies jedoch als absoluten Schwachsinn dar. Wenn man den Stampfer, eine Schaufeltrommel, in der Knochenwüste verwendet, tauchen normalerweise Knochenwürmer auf. Jedoch tauchen manchmal auch urplötzlich, wenn die Trommeln erklingen und alles leise wird, wütende Sandgnome auf und griffen den, der den Stampfer benutzt hat, brutal an. Wenn man den Kampf überlebt und schwer verwundet zu Zwergowitz, einem Zwerg der Forscherliga, geht und erzählt, sagt dieser: Klar, Sandgnome, diese Wüste kann seltsame Dinge mit Personen anstellen. Er glaubt einem nicht. Was ist der Ursprung der Sandgnome? Woher kommen sie? Was wollen sie? Trivia: Die Sandgnome sind eine Anspielung an die Fremen des Dune-Franchise. Das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie aus dem Sand auftauchen, die Fumpas, Englisch für Stampfer, und das Wüstenleben. Ja, ebenfalls sind die Java-Gnome in Uldum eine Anspielung an Star Wars. Also, das sind die kleinen Java-Dinger, wisst ihr? Diese vermummten Dinger mit dem riesengroßen komischen Gerät, was ich mal aus Lego hatte. Voll cool. Ich hoffe, dieses mystische Kreaturenvideo hat euch auch ein bisschen gefallen. Es ist halt wirklich einfach kurz, weil es nicht viel zu sagen gibt über diese Kreaturen. Es war auch ein bisschen mehr Off-Talk. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da und freut euch auf die nächste Folge. Vielleicht wird es ein wenig weihnachtlicher, denn diese nächste Folge kommt am 23. Dezember raus. Freut euch drauf.